Einige Stunden später. Okay, komm, wir sind fast da. Da ist es. Hope County. Woher weißt du, dass es Hope County ist? Siehst du nicht den riesigen Schriftzug darüber? Ich hoffe, Mom geht es gut. Ach, deine Mutter. Absolviere Herausforderungen, Vorteilspunkte zu verdienen. Was erwarte ich von Far Cry New Dawn? Einen riesigen Spielplatz. Oh, Carmina! Oh, Gott sei Dank. Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Ist das deine Mutter? Ihr seid doch gleich alt. Oh mein Gott, sie ist wirklich die Mutter. Kinder, geht wieder rein. Ich komme gleich. Was ist los? Es kam ein Zug voller Leute, die uns helfen wollten. Aber die Highwaymen, die Zwillinge, sie haben Rush. Alle anderen sind tot. Oh mein Gott. Es war furchtbar. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Ich hätte da nicht hingehen sollen, Mom. Ich... Oh, Schätzchen. Was sollen wir denn jetzt machen? Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Ich meine, es wird keiner mehr kommen. Wir sind allein. Ganz allein. Shh. Kommt erstmal beide rein. Ich höre mir alles in Ruhe an. Danke, dass du sie nach Hause gebracht hast. Ich meine natürlich, es ist ihre Mutter. So, Teil 1. Ein Wort, was ich nicht aussprechen will. Bitte. Du kannst mit einer Waffe umgehen. Du kennst dich in diesem Teil besser aus als sonst irgendwer. Und? Und? Rumsitzen und jammern bringt uns nicht weiter. Hör mal. Rush sollte uns helfen, einen sicheren Ort zu schaffen. Jetzt hängt alles an uns. Es gibt hier überall tapfere Leute. Wir müssen sie nur finden. Alle zusammentrommeln. Ihnen zeigen, dass wir gegen die Highwaymen ankommen. Mann, das wird nicht einfach. Ich weiß. Aber es ist unsere einzige Chance. Hätte nicht gedacht, dass es Carmina zurückschafft. Schon gar nicht mit Unterstützung. Wenn ich hier einen fetten Menschen 17 Jahre nach einem Atomkrieg sehe, finde ich das unrealistisch. Das ist alles, was von Edens Gate übrig ist und was Joseph daraus gemacht hat, als er den Bunker verließ. Sie lehnen alles ab, was mit der modernen Welt vor dem Kollaps zu tun hat. Elektrizität, Motoren, Generatoren, Waffen, es ist alles weg. Nach dem Kollaps hat Joseph seine Leute gesammelt und weiter im Norden ein neues Anwesen errichtet. Fast ein Jahrzehnt lang haben sie uns beim Wiederaufbau in Ruhe gelassen. Nee, das wir müssen sie sein. Und jetzt verlassen sie ihr Anwesen nur noch nachts, um die Highwaymen anzugreifen. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, diese maskierten Penner haben Angst vor Josephs Leuten. Cap, hast du kurz Zeit? Das ist es. Zu Hause. Mom hatte recht. Wir können zusammenarbeiten und diesen Ort wieder aufbauen. Wann immer du Unterstützung brauchst, sag Bescheid. Dann kämpfe ich an deiner Seite, Cap. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich dich Cap nenne. Nein. In der Wachmannschaft klingt mir zu förmlich. Hör mal, du wurdest ganz schön in die Mangel genommen. Wenn du dir was Sauberes anziehen willst, bevor wir loslegen, da drüben gibt's ein paar Sachen. Du solltest mit Mom reden. Sie wird dir sagen, was wir für Prosperity tun können. Ich rackere mir hier den Arsch ab, aber wohl nicht umsonst. Tracys Schuhkarton. Wechsel deine Kleidung. Und hier ist der Shop. Was auch passiert, ich bin froh, dass Carmina zurück ist.
Eine Bande von Banditen mit verschiedenen Gruppen im ganzen Land. Ja, das ist eine Erklärung für die Highwaymen. Es sind einfach zwei junge, nicht von einer ethnischen Gruppe diskriminierten Fraktionen. Es sind einfach zwei Frauen, die Zwillinge sind. Heiß. Ich hatte früher nie viele Freunde. Also habe ich mich daran gewöhnt, mit mir selbst zu reden. We need more Ethanol. Genug Gedankenfutter für ein Festmahl. Ach, da ist die Kleidung. Avatar-Anpassung. Bitte triff einige Entscheidungen, bevor wir zur Charakteranpassung kommen. Ein paar Anpassungen darf ich ja eben machen. Dann könnt ihr schon mal die Menüs sehen. Das sind mir alles zu Hipsterhaare. Als wenn ich gerade auf der Farm den Stacheldrahtzaun neu ziehe. Perfekt. Als wenn ich... Ah. Als wenn ich irgend so ein komischer Serienmörder wäre. Man sieht mich eh nie wieder. Hätte nicht gedacht, dass es Carmina zurückkommt. Packen wir es an. Schon gar nicht mit Unterstützung. Mein Name ist Kim. Man könnte sagen, dass ich die Leitung habe. Ich weiß, du hast schon eine Menge durchgemacht, Captain. Aber wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können. Und im Moment bist das nur du. Wir dachten, deine Leute aus dem Zug würden uns einen Vorteil verschaffen. Wir wollten alle zusammenarbeiten, um was anzubauen und was aufzubauen. Wir wollten uns gegen die Zwillinge zur Wehr setzen. Aber das ist jetzt alles Geschichte. Also müssen wir es selbst tun. Und es liegt noch viel Arbeit vor uns. Ich zeig dir mal, wie alles hier funktioniert. Das ist Prosperity. Also. Wenn wir im Kampf gegen die Highwaymen eine Chance haben wollen, müssen wir zuerst einmal diesen Ort ausbauen. Wir haben verschiedene Einrichtungen, die Prosperity voranbringen können. Dort kannst du zum Beispiel Waffen und Fahrzeuge herstellen, Heilpflanzen kultivieren und vieles mehr. Ich liebe meine Familie, aber manchmal... Das ist Hope County. Um das Beste aus unseren Einrichtungen herauszuholen, brauchen wir Ethanol, um sie aufzurüsten. Auf der Karte siehst du die Highwaymen-Außenposten. Dort lagern sie das Ethanol, das sie uns gestohlen haben. Befreie diese Orte, um es zurückzuholen. So sieht die Karte aus. Das ist aber cool. Menschen mit Fachwissen, die uns im Kampf gegen die Zwillinge einen Vorteil verschaffen werden. Bring sie zu uns und sie stärken Prosperity und dich. Aber ohne Thomas Rush wird nichts von alledem funktionieren. Er hat schon viele Siedlungen aufgebaut und ohne sein Wissen können wir Prosperity nicht verbessern. Die Zwillinge schicken viele ihrer Gefangenen in das Kohlebergwerk. Ich denke, dort solltest du anfangen zu suchen. Gut, dann retten wir jetzt Rush, finden Leute, die die Anlagen betreiben und besorgen Ethanol, um das Maximum aus der Herstellung rauszuholen. Wenn du uns hilfst, tun wir alles in unserer Macht Stehende, um dir auch zu helfen. Ohne Rush geht gar nichts. Er ist der Einzige mit dem 12er Karabiner und mit dem Quarter Abitur. Hallo. Es gibt etwas, das ich dir erzählen muss. Die Highwaymen haben meinen Vater. Mom und ich haben ihn seit Monaten nicht gesehen. Keine Ahnung, wo er ist. So, jetzt haben wir das Helfer-Auswahlmenü. Da unten ist übrigens der Shop. Sollen wir mal kurz gucken? Perfekt. Ich weiß nicht, wie ich ohne ein taktikules Einhorn-Outfit
überleben könnte in einem Spiel. Oder das Rex Power Cold Outfit. Oder als Affe das ganze Spiel durchspiele aus Kampf gegen die Affen. Ach, was auch immer. Oder als Deus Vultritter. Ich hoffe, man kann die auch so freischalten. Ach ja, wenn du den Außenposten das Wasserloch machst. Du hast jedes Mal die Chance, einen Teil dieses Outfits zu erhalten. Also man kann sie auch erfarmen, sag ich mal, in-game. Man muss nichts kaufen. Und das sind ja wahrscheinlich Prestige-Aussehen für Fahrzeuge. Sollen wir uns waffentechnisch auch ein bisschen spoilern? Eine Realitätsschaufel. Sie holt dich wahrscheinlich in die Realität zurück. Ah, ein Blood Dragon Bogen. Und ein Flammenwerfer natürlich. Obwohl es natürlich derselbe Flammenwerfer ist wie in Far Cry 5. Da sehen wir schon, was wir 8 Helfer kriegen mit der Zeit. Und es ist ein Warzenschwein darunter. Horatio. Sehr schön. Um ehrlich zu sein, war das ein Hauptgrund, warum ich zu Rush gegangen bin. Ich liebe meinen Vater. Ja, ja. Er soll nach Hause kommen. Überall verlieren Leute geliebte Menschen. Und deswegen werde ich nicht aufhören. Nicht bevor die Highwaymen erledigt sind. Ach so, daran sehe ich den Ausbau von Prosperity. Schön, dass du es geschafft hast. Hast du dafür bei der GEMA bezahlt? GZ. Nein, GEMA. Frischfleisch für den Kampf. Gut. Nee, Trainingslager will ich nicht. Werkstatt kann man Fahrzeuge natürlich holen. Nächste Stufe mit 100 Ethanol. Also man wird alles upgraden mit der Zeit. Fahrzeuge muss man mit Material herstellen. Ein Traum. Hätte nicht gedacht, dass es Carmina zurückschafft. Schon gar nicht mit Unterstützung. Komm her, guter Junge. Will ich streicheln. Oh, so sehe ich wenigstens mal meine Handschuhe. Jetzt haben dich die Zwillinge auf dem Schirm. Ich habe gehört, Wade Fowler wollte ein neues Tierheim in der alten Kirche da hinten aufmachen. Man munkelt, ihm wäre etwas zugestoßen, aber vielleicht gibt es da noch Vorräte. Finde versteckte Lager mit wertvoller Beute. Was bist du, ein Mädchen? Alter. Oh. Ach, du versuchst in diesen Kasten zu schmeißen, glaube ich. Aber irgendeine Störung hast du doch schon, Kind. Bereit, wenn du es bist. Lauf mal lieber weg. Heilkräutergarten. Hier kultiviere ich also meine eigenen Kräuter. Sprengstofflabor. Man muss alles mit Ethanol upgraden. Und Expedition, darüber können wir, also wir machen uns halt auf den Weg. Expedition ist halt das, was es heißt. Ne? Du fliegst halt los zu einem Ort und versuchst, wichtige Sachen zu finden, sag ich mal. Ne? Setz mal den Wegpunkt zum ersten Unterstützer. Kartografie. Kartografieraum. Schon mal in einen nackten Raum gekommen, der einfach Kartografieraum hieß? Kommt Carmina noch? Ich sehe es. Sägeblattjagd. Übrigens, dieser Strich neben den Gegner und so weiter ist das Level der Gegner. Es gibt jetzt auch eine Schwierigkeitsgrad-Einteilung für die Mission.
Inseln zurück. Es haben doch zwei Personen überlebt, du Banane. Ich, der andere und der mit dem Sand im Auge. Der lebt bestimmt auch noch. War nur eine kleine Fleischwunde am Kopf. Und der Sand hat ihn geschützt. Vorm Helm. Bevor ich sterbe, weil ich alles in diesem Kopf gesehen habe. Alter. Toll, jetzt kann man die Schlangen auch besser sehen, ne? Als früher. In diesem hohen Gras. Diese Viecher sind köstlich. Ich weiß nicht, ob wir das ganze radioaktive Zeug fressen sollten. Aber schön, es scheint ein bisschen ruhiger geworden zu sein als Far Cry. Weil ich bin jetzt schon 400 Meter gelaufen, ohne dass mich ein Bär angefallen hat. Das ist schon ein Fortschritt zu Far Cry 5. Das wird eines Tages noch nützlich sein. Ein Flugzeug, wir sind nicht allein. Die Highwaymen haben überall im Land Gruppen und ab und zu unterstützen sich diese gegenseitig mit Vorratslieferungen. Wenn du ein Flugzeug siehst, gehört das wahrscheinlich ihnen. Es ist so dunkel und kalt. Ich würde so gern wieder die Sonne sehen. Ich hatte eine gute Arbeit, eine Familie. Ich war im Widerstand, um sie zu retten. Und wo bin ich jetzt? Ich habe mich Joseph Seed umsonst entgegengestellt. Vielleicht habe ich es nicht anders verdient. Es ist ein Wettlauf darum, wer die Lieferung zuerst für sich beansprucht. Und auch ein Kampf. Ach so, deshalb wurde das Flugzeug gezeigt. Die machen einen Abwurf hier irgendwo. Ach da. Und da sehen wir schon, es gibt eine Vorrichtung für Kletterhaken. Die muss ich aber freischalten. Also muss ich nochmal außen rumlaufen. Ah, 36 Ethanol. Es muss noch andere Orte auf der Welt geben, wo es so gut läuft wie bei uns. Oh, Gleitschirm war F. Nicht Leertaste. Ich klammer mich ans Leben. Camilla, kommst du wieder? Ach, die hüpft wahrscheinlich darunter. Kommst du, KI? Oh, es ist fast wie in Battlefield. Kommt der Medic noch oder kommt er nicht? Ach, man weiß es nicht. Wahrscheinlich läuft sie bei 10 Metern wieder in die andere Richtung. Und ich habe sie Camilla genannt und sie heißt eigentlich, ich muss es mir mal merken, Kamina. Wir sind ja nicht auf dem Date, wo ich immer vergesse, wie die Frauen heißen. Arschlöcher aus Hope County gejagt haben. Oh, hallo?
So schöne Blumen. Ich glaube, bei Bienen brennt es. Ich habe dich weggeschickt, weil ich in Wahrheit im Sterben liege und nicht will, dass du den Scheiß mitbekommst. Du bist nicht bereit für sowas, aber irgendwann wirst du es sein. Du musst... Finde eine neue Familie, mach dich nützlich. Leute werden dich beschützen, wenn du nützlich bist. Mit Vicky, Bean, Ei und so. Es gibt so viel Zeug, das ich dir nicht mehr beigebracht habe, aber du schaffst das schon. Mach einfach weiter so, aber bitte verdammt nochmal... Moment. Mach einfach weiter so, aber bitte verdammt nochmal niemanden dein Papa zu sein, okay? Den gibt es nur einmal. Das war's dann. Das war dann wohl alles. Wir sehen uns, Papa. Es sollte dreimal Tape hier geben. Glas ist bestimmt nicht sehr teuer in der Zukunft. Ich habe auf dem Weg hier eine Glasbläserei gesehen. Ich will bis an mein Lebensende keinen Bunker mehr von innen sehen. Ach da. Hallo. Oh, Gott sei Dank, das ist echt nett. Ich bin Bean, der Schöpfer von Wikibinia, der Laden deines Vertrauens für Karten und Infos. Wikibinia, alles, was du wissen musst. Das Problem ist, Wikibinia ist in Gefahr. Alle wichtigen Daten sind weg. Alle Karten, Infos, einfach alles. Und jetzt fehlt auch noch mein Businessplan. Aber ich weiß, wer mich in die Pfanne gehauen hat. Richard, mein Angestellter. Der Kerl ist spielsüchtig und lässt sich regelmäßig von diesen Highwaymen abziehen. Er hat ihn bestimmt irgendwo versteckt, damit sie ihm den nicht sofort abnehmen. Die sind nicht besonders nett oder respektvoll. Wir sind nicht weit weg von dem Ort, wo er immer zockt. Wenn du ihn erschreckst, rennt er mit Sicherheit schnurstracks zu seinem Versteck. Und du weißt ja, meine Knie und meine Lunge und die Augen. Naja, egal. Bitte hol meinen Businessplan zurück. Wenn du mir jetzt den Rücken wäschst, wasche ich dir später dein. Großes Wikibinia-Ehrenwort. Er sieht aus wie das erste Opfer für meinen Serienmörder. Er hätte dich nicht für einen Schläger gehalten. Ich mich aber. Du hast meinen Baseballschläger zerschlagen. Ich brauche echt Hilfe. Bitte. Na gut, du bist härter, als du aussiehst. Wir müssen uns schon selbst retten. Fahren wir ein bisschen Dreirad. Motorrad mit Beiwagen. F1 Steuerung. Wenn Gefahr kommt, kann ich noch eine Dose werfen. Sagen, fährt sich besser als bei 5. Moment, was zeigt er mir da mit dem Auge? Einen super gefährlichen Gegner? Achtung, wilder Hund. Was schreist du? Da liegt doch nur ein Verletzter, glaube ich. Ich liebe den Kampfclub. Jeder sieht aus wie eine Ratte, bis du siehst, wie ich sie jemand nicht da. Cap, Berichten zufolge haben die Highwaymen Leute, die Leichen plündern. Das sind Feiglinge, die beim ersten Anzeichen von Ärger wegrennen. Wenn du welche siehst,
Mach sie kalt und nimm dir ihre Rucksäcke. Da wird viel drin sein, was du gebrauchen kannst. Hm, ich dachte erst, der würde mir eine Quest geben, weil ich das Symbol nicht kannte. Die Armament zu bekämpfen ist kein Kinderspiel. Wenn du dich einer Übermacht gegenüber siehst, kannst du bessere Waffen mit Ressourcen herstellen. Du findest sie in Hope County. Und vergiss nicht, die Leute in Prosperity helfen dir so gut sie können. Wir werden dich nicht enttäuschen. Finde Richard im Suchgebiet. Habe ich eigentlich sowas wie Ferngläser? Nein. Ich glaube, das Zeichen sagt mir, böse Menschen könnten hier in der Nähe sein, ja. Wenn du eine Rauchbombe hast, sind wir eine Weile vor dem Schachschützen sicher. Ich kann ja auch einfach erschießen. Bösewicht da drüben! Noch mehr hier? Ich will dich nicht töten. Ah, Federn. Um Fahrzeuge zu craften. Was? Wo habe ich denn Richard verloren? Ich weiß, er hat mir vorher gesagt, du entfernst dich zu weit vom Missionsgebiet, aber ich habe gedacht in dem Moment, was für ein Blödsinn, ich bin doch genau an der Stelle, wo der sein soll.